zu einer großartigen Danksagung der Institutionen und Vereine Dreiskirchens an Bürgermeister außer Dienst Fritz Knotzer geriet die Geburtstagsfeier der Stadtgemeinde. Absoluter Höhepunkt dabei war die Verleihung der Ehrenbürgerschaft an den Langzeitbürgermeister in Anwesenheit von Bundeskanzler Werner Faymann. Herr Landesrat außer Dienst, Bürgermeister Friedrich Knotzer, in Würdigung der Verdienste um den Arbeiter-Samariter-Bund Österreich das Verdienstkreuz erster Klasse verliehen. Fritz, ich darf dich bitten, zu uns außer zum Kummer. Ich darf da den höchsten Orden, den die Samariter zu vergeben haben, hier und heute in deinem Staat übergeben und mein Name bei dir sehr herzlich bedanken. Na, jemand, der so viel für andere macht, der fast 30 Jahre Bürgermeister ist und den die Menschen einfach gern haben, weil er so viel für sie getan hat. Von den Schulen, wo er viel getan hat, bis zu den älteren Menschen. Die Verdienste sind aufgezählt worden und wenn man da zuhört, welche Kraft in diesem Bürgermeister diese vielen Jahre gesteckt hat und was der alles getan hat, muss man sagen, ein schönes Land, stolz als Bundeskanzler, dass es solche Bürgermeister gibt. Für mich ist Fritz Knotzer nicht nur mein Vorgänger, er ist vor allem ein großer Lehrer für mich persönlich gewesen. Ich bin jetzt 19 Jahre in seinem Team direkt im Gemeinderat. Seit vielen Jahren sein Büroleiter und traue mir das zu sagen, dass er nicht nur mein Vorgänger und ein guter Lehrer war, sondern er ist auch persönlich ein Freund geworden. Und das ist überhaupt das, was den Fritz auszeichnet. Bei aller Schwierigkeit in der Politik, bei harten Entscheidungen, bei unguten Geschichten, die man auch oft in der Stadt hat, man denkt an die Semperit und so weiter. Der Fritz ist immer auf der Seite der Menschen, auf Seiten der Sozialschwächeren, auf Seiten der Beschäftigten gestanden. Und er ist vor allem eins, er war immer glaubwürdig, ein harter Kämpfer für Gerechtigkeit und wirklich ein sensguter Mensch. Und all diese Qualitäten sind nicht nur phrasenmäßig dahingesagt, sondern beim Fritz treffen sie echt zu, selten, dass es solche Leute noch gibt. Wie geht's denn der Ehefrau dahinter? Ja, jetzt geht es mir gut, weil jetzt habe ich ihn endlich zu Hause. Und ich werde ihm jetzt einige Aufgaben übertragen. Also er kommt aus der Arbeit nicht heraus? Naja, er wird den Samariterbund behalten und seinen Tennisclub. Ich hoffe, einige andere Dinge noch, weil allzu viel zu Hause wird auch schwierig werden. Du bist und warst für uns junge Bürgermeister, jüngeren Bürgermeister in Niederösterreich immer ein großes Vorbild. In den letzten Tagen, seit du bekannt gegeben hast, dass du dein Amt zurücklegen wirst und kombiniert mit deinem 70er, sind viele Attribute genannt worden, die endgültig auf dich zutreffen. Legendärer Bürgermeister, Vollblutpolitiker, all die Dinge, Volksbürgermeister und. Viele Attribute, die dir wirklich auf dem Leib geschrieben sind.